Es gibt nur ein mögliches Ende. Ihr werdet hier sterben, Irenikus, das verspreche ich. Ich werde mich selbst wieder erwecken, ob tot oder lebendig. Hier werde ich nicht kriegen, was mir gehört. Thierin, kümmere mich nicht. Ich werde nochmal. Ihr werdet nochmal sterben, ob ihr nun schon tot seid oder nicht. Tut, was ihr müsst. Ich werde es ebenfalls tun. So ruhig werdet ihr nicht mehr sein, wenn ich euch erst in die Nicht-Existenz verbannt habe. Die Gerechtigkeit ist heute auf unserer Seite. In Tyrs Namen, wir werden ein für allemal siegreich sein. Hoffe ich doch. Ich kam in die Hölle, um meinem Freund zu helfen. Wer hilft euch, Irenikus? Dämonen? Ihr werdet ganz allein in der Hölle sterben. Und ihr wisst es. Er ist richtig hammerhart geworden irgendwie. Die Zeit für Plattitüden ist vorbei, Irenikus. Ihr habt uns allen viel genommen. Nun werdet ihr euren endgültigen Tod sterben. Mhm. Ich werde der Schlachtrufe im Kampf gegen diesen Magier müde. Bo wird sich seine Augäpfel ein für allemal vorknöpfen. Und dann wird er nicht noch einmal aufstehen. Böses, darf ich vorstellen, mein Schwert. Schwert, darf ich vorstellen, das Böse. Ja, schön, Minz. Du trägst aber die Hellebarde. Dies ist das letzte Gefecht hier in der Hölle. Wir verlieren oder wir gewinnen. Wie auch immer, ich bin froh, dass ich mit euch gekommen bin, Bruder. Ich bin weiblich. Jetzt lasst uns eure Seele zurückholen. Ach du meine Güte. Was immer. Wenn ich der Gruppe weiterhin von Nutzen sein soll, ich werde hier nicht sterben. Jo. Bo ist noch zu jung. Okay. Keine große Herausforderung. Quick save. Ja? Erstmal muss ich mir einen Fluchtplan überlegen, also wie wir schnell, so schnell wie möglich hier wegkommen. Ja. Ah, nicht so. Manus potentis. Okay, okay. Ich helfe, wo immer ich kann. Die Führung der Natur ist beendet. Ihr zeigt mir wohin und ich schreibe zu. Fragt nur. Nun gut. So. Weisheit und Charisma. Das Mal gegeneinander kämpfen. Es gibt ich kann die Zeit nicht. Er beschwört jetzt ein paar Monster. Was immer ihr wünscht. Werden wir wegrennen. Puh. So, wir können leider nicht mehr in die Prüfungen fliehen. Das heißt, ich werde jetzt Folgendes machen. Keldorn mitten in der Mission ableveln. Die war herbeirufen. Heftiger Angriff. Erreicht jeder Angriffswurf der nächsten Runde eine der Tür. Klingt gar nicht mal so schlecht. Heftiger Angriff. Ein Krieger, der die Fähigkeit heftiger Angriff einsetzt, für Schläge mit solcher Wucht aus, dass sie den Gegner 2 Runden lang betäuben, wenn ihm ein Rettungswurf gegen Tod misslingt.
Die Fähigkeit wirkt 2 Runden lang. Kriegsschrei, Zähigkeit. Ja, im Todesschlag kann der hochstufige Krieger die Verteidigung. Ja, nehmen wir mal das. Einverstanden. Das wieder höher. Ja, wenn ihr es wollt. Ich bin bereit. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Was kann ich tun? Vita, Mord. Jawohl, wie ihr wünscht. Oh, Furcht ist nicht so schön. Das ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Ich war Mist. Schon. Oh, das gefällt mir gar nicht. Ja. Wer steht da versteinert? Los, gut verstanden. Voll, natürlich. Wenn es das ist, was wir wollen. Meinen Freunden werdet ihr nicht tun. Euer Wunsch ist mein Begehr. So, jetzt aber. Wenn ich der Gruppe weiter... Ich war schon erledigt. Ja? Auf geht's. Ist was los? Schön. Sprühende Farben, echt. Jetzt. Zeit aufzubrechen. Was Besseres hat er nicht zu bieten. Keine große Herausforderung. Eine Klinge. Jo, jo, wo? Ich bin bereit. Insurgents, Culture, Imperium. Für die Nicht mal ein Kreis. Es ist keine Hoffnung für uns, mich zu besiegen. Keine Nicht mal ein Kreis. Eine Waffe hat keine Wirkung. Nicht mal auch. Nicht mal ein Kreis. Minz, trink. Ja. Nicht mal ein Kratzer. Die Pflicht ruft. Ich verstehe. Keine Wirkung. Das macht Spaß. Was? Oh. Was mit? Keine Wirkung. Hier ein größeres Das ist um sich. Wurde aber auch schon unterwegs. So, der Schlechter ist dem Tode nah. Ich warte. Was geschieht hier? Meine Magie? Ich? Nein? Nein, nein. Und weg ist er. Wie ich sehe, kommt er langsam wieder zu euch. Ich konnte es fast nicht glauben, als die Priesterinnen mir berichteten, dass euer Körper wieder Lebenszeichen von sich gibt. Ja, wie lange waren wir weg? Wir erweckten zum Leben, wie wir konnten, aber nichts schien euren Geist wieder herbeirufen zu können. Wir waren nahe daran aufzugeben, als ihr heute Morgen anfingt, euch zu rühren. Wie lange war ich tot? Ein paar Tage nicht mehr. Trotzdem habt ihr euren Weg zurückgefunden. Es ist gut, dass ihr das getan habt. Ihr habt so dann Isana einen großen Dienst erwiesen. Ihr habt den Baum des Lebens und mich selbst gerettet und Sorinikos Bedrohung beendet. Es wäre tragisch, hätten wir euch verloren. Ich plane eine Zeremonie, um euch zu belohnen und euch unsere große Dankbarkeit für eure Taten zu zeigen. Die Elfen werden euch für immer eure heldenhaften Taten in Erinnerung behalten. Und vielleicht werdet ihr sogar Eingang in unsere Legenden finden. Doch jetzt
genug damit. Ihr müsst euch ausruhen und wieder zu Kräften kommen. Ich werde eine Priesterin zu euch schicken, die euch weckt, wenn es an der Zeit ist. Diejenigen von euch, die die Rückkehr des Verbannten nach Suldan es-Salah überlebt haben, kennen mich. Eure Königin. Aber nur einige von euch kennen auch die Person hier an meiner Seite, die maßgeblich zur Rettung unserer Stadt und des Baums des Lebens beigetragen hat. Diese selbstlosen Taten haben dazu geführt, dass ihr fast euer Leben verloren habt. Und vielleicht sogar noch mehr als das. Diese Taten wurden nicht alleine ausgeführt. Suldan es-Salah erweist seine Dankbarkeit auch denjenigen, die mit euch gereist sind und an eurer Seite gekämpft haben, um unsere Stadt zu retten. Mhm. Keine Anerkennung kann groß genug sein für jemanden, der so viel geleistet hat. Lasst uns euch deshalb den ewigen Dank unseres Volkes anbieten. Und ein Amulett der Seldarin, das euch immer daran erinnern soll, dass ihr hier bei uns willkommen seid. Danke. Was den Mann betrifft, den wir einst als Joneleth kannten, so kann ich nur sagen, dass er vor langer Zeit gestorben ist. In meiner Erinnerung jedoch lebt er noch. Ja, hoffentlich der Mann von damals und nicht der Irre, den ich gerade getötet habe. Der Mann, zu dem er wurde, der verstoßene Irenicus, der, der euch, dem Baum, seinem früheren Volk so viel Schlimmes angetan hat, für ihn kann ich nur beten, dass er im Tod den Frieden finden möge, den er im Leben nie kannte. Mhm. Ich habe das Bedürfnis, mich in seinem Namen zu entschuldigen. Für das, was er euch und euren Freunden angetan hat. Für seinen Wahnsinn. Wir beraubten Joneleth seiner Unsterblichkeit und schickten ihn in die Verbannung. Nur, um stattdessen Irenicus zu erschaffen. Ich kann nicht umhin zu glauben, dass auch wir einen Teil der Verantwortung tragen. Das ist etwas, worüber ich nachzudenken habe. Ja, das ist normalerweise wieder typisch Elf. Für alles, was passiert, sind wir nicht verantwortlich, auch wenn wir es sind. Aber sie denkt drüber nach, ob sie es nicht doch sind. Was euch betrifft, so nehme ich an, dass ihr eure Reise bald fortsetzen werdet. Wir wünschen euch alles Gute. Und seid gewiss, dass wir uns auf ein Wiedersehen in der Zukunft freuen, solltet ihr den Wunsch danach verspüren. Für dich schon, Irenicus. Gorions Gefolge ist schon zu groß geworden. Wir hätten längst etwas unternehmen müssen. Es besteht kein Anlass zur Besorgnis. Das Schicksal dieses Narren ist längst besiegelt. Können wir da so sicher sein? Dieser Nachkomme Baals ist zum Untergang verdammt. Er ist dem Tod geweiht. Tja, Baal ist ein Gott, der selbst im Tod noch.
Der Fürst des Mordes wird vernichtet werden und mit seinem Tod zeugt er Nachkommen. So sprach der weiße Alondo. Es gibt keinen Frieden für ein Kind von Baal. Diese bittere Lektion habt ihr wieder und wieder gelernt, als alle, die euch nahe standen, leiden mussten aufgrund eures Erbes. Als John Irenicus starb, keimte in euch die Hoffnung auf etwas Frieden auf. Doch die Gefahr folgt euch wie eine Seuche. Die Zeit der Prophezeiung ist gekommen. 5 mächtige Abkömmlinge Baals haben sich erhoben und führen ihre Armeen gegen die Schwertküste. Sie metzeln ihre schwächeren Geschwister und zahllose Unschuldige gleichermaßen dahin in einer gewaltigen Woge der Vernichtung. Wie ein Buschfeuer breitet sich die Panik vor den Armeen der 5 aus und jeder, der auch nur im Verdacht steht, ein Kind Baals zu sein, wird verstoßen und verachtet. Selbst in Suldanessalar verdichtet sich das Unbehagen, das man in eurer Gegenwart immer empfand, schnell zu Angst. Königin Elysim beschwört euch, einen heiligen Hain aufzusuchen, wo das Orakel der Vorväter vielleicht etwas Licht auf euer weiteres Schicksal werfen könnte. Ihr fragt euch, welche Rolle ihr in dieser gefürchteten Prophezeiung spielt und wie lange es dauern mag, bis ihr Eintreffen eure Seele verschlingt. Nur eine einzige Tatsache scheint unumstößlich. Solange niemand auf Baals Blutthron sitzt, kann nur einer regieren. Das Chaos. Jo. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir sind in Kapitel 8. Nicht im 8. Kapitel, sondern in Kapitel 8. Und damit sind wir... ja. Im Thron des Baal-Add-on gelandet. Gut, ich speichere hier mal kurz. Oh, meine ganzen Quicksaves sind weg. Autosave TOB. Weil ich jetzt im Thron des Baal-Quicksave-Ordner bin. LP 001. Denn das hier ist eine andere Geschichte, zu der wir uns bald wiedersehen. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Könnten wir nicht bitte eine... Ich verlasse mal hier. Ja, Thron des Baal. Nicht mehr in Schatten von Am. Sondern da. Ja. Das werde ich das nächste Mal vorlesen. Ich möchte jetzt erstmal, da wir Schatten von Am abgeschlossen haben, ein kleines Schlusswort an euch richten. Also erstmal danke ich fürs Zusehen. Natürlich. Allen meinen Zuschauern. Vor allem den Zuschauern dieses Let's Plays. Ich finde ja immer noch die Baldur's Gate und Icewind Dale-Reihen, auch Neverwinter Nights, sind ganz besondere Sachen. Auch in meiner eigenen Kindheitsgeschichte. Auch wenn ich mich damals öfter schwer getan habe, als ich es heute tue bei den Spielen. Dass sie ja nicht wirklich einfach sind. Aber ja. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bis jetzt daran. Und seht mir meine Fehler, die ich so teilweise gemacht habe, nach. Unter anderem schleppen wir noch immer jede Menge Tränke mit uns rum. Seit dem Anfang des Spiels. Auch jede Menge Heiltränke, die ich jetzt im Endkampf teilweise verbraucht habe. Und noch mehr verbrauchen werde, bis zum Ende. Aber ja. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn wir uns dem Add-on dann widmen. Den Thron des Baals. Was für mich dann vollkommen blind sein wird. Und ich habe überlegen bin, ob ich dafür eine neue Playlist aufmachen werde. Aber das sehen wir dann. Also. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen.